Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Kerbal Space Program Karrieremodus mit Mods und mir, dem Manu. Ja, wir als Chefingenieure, wir haben uns auf jeden Fall schon mal sehr gut geschlagen mit den ersten paar Aufträgen, aber jetzt müssen wir schauen, dass es weitergeht und dass wir die nächsten Aufträge annehmen. Ich möchte allerdings noch kurz was machen, und zwar möchte ich hier kurz speichern. So. Weil falls irgendwas schief geht, kann ich dann die Aufnahme hier nochmal wiederholen, und zwar genau von dem Punkt aus. So, wir gucken mal nach, was haben wir denn jetzt noch für Aufträge. So, wir müssen einen Hammer... Ist zu hoch und zu langsam. Zu hoch, zu langsam. Stack die Coupler in two flight. 60.000 Meter ist auch zu hoch. Der hier geht, den nehmen wir. Da müssen wir einen Mark 16 Parachute, den wir sowieso immer dabei haben, auf eine Höhe bringen zwischen 7.000 und 12.000 Metern. Und also im ersten Flug haben wir gerade mal 6.000 erreicht, aber das kriegen wir hin. 7.000 bis 12.000. Entschuldigung. Und dabei müssen wir eine Geschwindigkeit haben zwischen 600 und 260, zwischen 60 und 260 Metern pro Sekunde. Ja. Den nehmen wir an. So. Das Heat Shield testen. Okay, das brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Test TT 18A Launch Stability Enhancer at the Launch Site. Ja, perfekt. Ja, scheiße. Kann ich nicht nehmen. Warum kann ich den nicht nehmen? Achso, klar, ich habe ja schon zwei. Test den BACC Thumper Solid Fuel Booster at the Launch Site. Machen wir. Ja, die können wir beide nicht gleichzeitig machen. Leider, leider, leider. Müssen wir gucken, wie wir es machen. Also ich weiß nicht, ich glaube, mit dem BACC Thumper kommen wir viel zu hoch, viel zu schnell. Das heißt, wir können den wahrscheinlich... Ja, dann machen wir es anders. Wir machen es einfach so, dass wir jetzt... Was haben wir denn? Ja, also wir machen jetzt einfach wissenschaftliche Experimente in der Atmosphäre. Also in einem Suborbital-Flug. Aber mehr Experimente brauchen wir eigentlich nicht als den Science Bay, weil dieses Magnetometer, das funktioniert nur auf dem Boden oder in einem Low- oder High-Orbit. Und Mystery Goo haben wir schon gemacht. Also das brauchen wir nicht. Nee, das langt. Okay, dann gehen wir unter Utility, Mark 16 Parachute. Den müssen wir nämlich dabei haben für die Mission. Und dann packen wir einen Stack Decoupler drunter. Außerdem Treibstofftanks. Eins. Wie ging das nochmal? Ah, okay, einfach nur draufklicken. Alt-Taste gedrückt halten und draufklicken, dann wählt man dasselbe Teil nochmal aus. So, Swivel Liquid Fuel Engine 1799 Delta V. Das ist nicht schlecht. Damit sollten wir auf 7000 Meter kommen. Hoffe ich. Was wir noch ausprobieren könnten. Ne, können wir nicht, weil wir keine Radial Decoupler haben bisher. Atmospheric Science Mark. 1. So, Atmospheric Science Mark 1. Ach ja, wie ihr vielleicht festgestellt habt, ich habe mir ein neues Mikrofon gekauft. Die Soundqualität ist ein bisschen besser, oder was heißt ein bisschen? Definitiv einiges besser. Allerdings als Nachteil, ihr hört mich klicken, scrollen und tippen. Aber wenn euch das nicht stört, stört mich das auch nicht. So. Gut, dann packen wir hier aus Sicherheitsgründen noch zwei Radial Parachutes dran. Dann passt das nämlich. Und hier packen wir einen dran. Die Sache ist, ich habe einen, sucht es euch aus, Mod installiert, heißt Stage Recovery. Und der stellt sicher, dass abgeworfene Stufen, wenn die einen Fallschirm dran haben und der Fallschirm auch aufgeht und nicht verglüht oder sonst irgendwas, dass diese Stufen dann geborgen werden können. Ich habe hier jetzt gerade
den Auslösemechanismus auf 0,2 atmosphärischen Druck eingestellt. Das heißt, so bei 6.000 bis 8.000 Metern sollte das Ding angehen. So, den Fallschirm müssen wir da hinsetzen, damit der angeht, wenn die Stufe abgeworfen wird. Der läuft da. Oben haben wir noch ein paar. So, dann hoffe ich mal, dass wir mit 1637 Metern pro Sekunde auf 7000 Meter Höhe kommen. Wäre auf jeden Fall wünschenswert. So, speichern. Und dann würde ich sagen, ab aufs Launchpad. Das ist wie in der Duracell-Werbung. Das Spiel läuft und läuft und läuft. Also an der Stelle hier hätte ich jetzt die Aufnahme schon 4 oder 5 Mal neu gestartet. Nur mal so als kleinen Anhaltspunkt. So, aber jetzt ist Schluss mit Jammern. Ich freue mich, dass es funktioniert und wir geben Vollgas, schalten das SAS an und starten in. Kurz das hier aufmachen. 3, 2, 1, Zündung. Material Study können wir hier sogar schon machen. Wir müssen langsamer werden. Wir dürfen nämlich maximal 260 Meter pro Sekunde fliegen. Und dabei müssen wir auf 7000 Metern sein. So, dann neigen wir uns mal ganz, 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 ganz leicht und langsam Richtung Osten, damit wir über dem Ozean sind, wenn wir zerbrechen. Ja, das hoffen wir natürlich nicht. Aber mal gucken, was bei rumkommt. So, wir sind immer noch zu schnell. So, aber wir schaffen es auf jeden Fall auf 7000 Metern wahrscheinlich. Ja, wir haben jetzt gerade mal die Hälfte von unserem Treibstofftank verbraucht und sind jetzt dann schon gleich auf 7000 Meter gekommen und sind zwischen 60 und 260. Puff, wir haben unseren Auftrag erfüllt. Das Ding sprengen wir ab. Da ist jetzt wunderschön der Fallschirm schon aufgegangen und Stage Recovery führt dann dazu, dass wir das Ding auch wieder bekommen. Und ja, wir zünden mal unsere Fallschirme. Das Contracts Window machen wir mal zu, das brauchen wir jetzt gerade nicht mehr. So, und dann segeln wir mit angenehmen 70 Metern pro Sekunde. Das sind ja immerhin, was war es, mal 360 oder so, oder mal 3,6 ist dann Kilometer pro Stunde. Irgendwie sowas war's. Ja, damit segeln wir dann Richtung Boden. Und puff, gehen die Fallschirme auf. Autsch, da zerreißt uns direkt. So, jetzt müssen wir uns irgendwie gedreht bekommen. Warum? Hä? Warum zeigen wir jetzt mit dem. Ach, egal. Wir können auch auf dem Kopf landen, ist mir wurscht. Wir sind langsam genug, 3,9 Meter pro Sekunde, das reicht, das hält unsere Kapsel aus, locker, easy. Und deswegen hauen wir uns jetzt den Time Warp rein und warpen Richtung Boden. So, derweil können wir ja schon mal hier angucken, Contract complete, 16.800 Credits, 2 Science Punkte dafür bekommen, sehr schön. Und außerdem haben wir den Höhenrekord von 7000 Metern gebrochen. 9000 Credits, 1 Science Punkt, super. Also ihr seht, wir kommen trotzdem an unser Geld, auch wenn die ersten Missionen, die einfachsten Missionen jetzt nicht dabei waren. Ich weiß nicht, was das ist und warum, aber naja, ist nicht weiter tragisch. So, wir landen, puff. Hey, cool, wir können hier einen Crew Report und einen EVA Report machen. Dafür möchte ich. Boah, ich muss mal den Time Warp ein bisschen runterdrehen. Dafür möchte ich aber das Ding hier so auf die Seite drehen. So. Ja, aber so bleibt es wahrscheinlich nicht liegen, oder? Doch. Super. Dann können wir jetzt einen Crew Report machen. Und zwar ist das Report from Kerbin's Shores. Super. Außerdem ein EVA Report. Was ist das? From Kerbin's Shores. Perfekt. Board. Und Recover. So, das wäre mal der Auftrag. Und der andere mit dem BACC Thumper, den machen wir jetzt direkt im Anschluss.
Und zwar machen wir den so wie mit dem Flea. Also wir nehmen sämtlichen Treibstoff raus, stellen uns kurz da drauf und drücken einmal die Leertaste. Kurz alle Knöpfe drücken, schauen, ob sich irgendwas tut. Das ist der Plan. Ich bin begeistert, ich bin wirklich begeistert. Echt geil. Jetzt kann ich es endlich aufnehmen. Ich habe so einen Spaß gerade an diesem Spiel. Ich habe es jetzt schon in einem anderen Save, habe ich das jetzt schon mal gespielt und es macht so eine Gaudi einfach nur. So, das ist der Thumper. Ne? Also ihr seht schon, es ist gigantomanisch. Wir nennen das Ganze jetzt Thumper Test Mark 1. So, speichern, ab aufs Launchpad. Ja, das sind jetzt nicht die atemberaubendsten Aufträge, aber wir brauchen auf jeden Fall Geld, um unsere Gebäude demnächst aufwerten zu können. Zum Beispiel das Launchpad und das Vehicle Assembly Building. Weil, wenn wir das Launchpad aufwerten, dann können wir Raumschiffe, Raketen-Dreiräder bauen, die schwerer sind als 30 Tonnen. Und wenn wir dieses Vehicle Assembly Building aufwerten, dann können wir Raumschiffe, Raketen-Dreiräder bauen, die mehr als 30 Teile haben. 30 waren es, ja. Okay, also Leertaste drücken, Puff, passt, Auftrag abgeschlossen, Recover Vessel. Ach ja, eine Regel. Naja, ein paar Regeln, die ich mir selber setze, sind jeder Flug muss entweder von einem Drohnenkopf oder von einem Piloten gesteuert werden. Aber, also jeder bemannte Flug muss einen Piloten haben. So, sagen wir es einfach so. Jeder bemannte Flug muss einen Piloten haben. Was haben wir denn da? Atmospheric Sciencer. Okay. Splashdown. Ja, gut. Stage Recovery übernimmt das wahrscheinlich nur, wenn es außerhalb der, wie nennt man sowas? Außerhalb des Junks ist, also um in Minecraft-Sprache zu sprechen. Also wenn das zu weit von unserer Rakete weg ist, dann übernimmt Stage Recovery den Job, diese Motorteile und leeren Treibstofftanks aufzusammeln. Und wenn wir aber noch in Reichweite sind, dann können wir das auch selber machen. So, ja, das ist alles uninteressant. Wir haben die Mission abgeschlossen und dafür halt auch wieder einen Science-Punkt bekommen. Ne? Also so, es läppert sich. So, mit 33,6 Science-Punkten kriegen wir noch keine Forschung aus der Stufe hier, aber wir bekommen Stability. Was gut ist, weil wir kriegen dann die Universal Storage Version vom Science Junior. Wesentlich kleiner, wesentlich handlicher. Wir kriegen Stabilitätsunterstützung durch Winglets und wir kriegen Radial Decoupler. Die brauchen wir auf jeden Fall dann, sobald es höher rausgeht als, sagen wir mal, 10.000 Meter. Weil, ja, ohne Radial Decoupler kommen wir einfach nicht weit. So, ach so, was mache ich jetzt eigentlich da drin? Sorry, muss nochmal raus, weil wir brauchen ja natürlich neue Aufträge. Ich vergaß. So, sorry, Grafikfehler, das kommt durch so diverse Schönheitsmods, die ich hier installiert habe, wie den Scatterer und den Environmental irgendwas Mod. So, Altitude Record of 18 Kilometers. Hier hätten wir auch noch wieder so einen einfachen Test, den Terrier landed at Kerbin. Oh, Test des Dings da auf dem Launch-Site. Ja, wisst ihr was? Warum eigentlich nicht? Das ist jetzt aber die letzte Runde von solchen Tests, die wir machen. Den Terrier noch. So, und dann ist aber auch Schluss jetzt mit solchen Component-Tests erstmal. Also zumindest, wenn die Kamera läuft. Sagen wir es mal so. So, das Ding hier weg, ein paar Fuel Tanks drunter. So. Und, nee, warum eigentlich? Ich brauche keine Fuel Tanks. Ich brauche nur den Terrier. So. Test Terrier.
Super, und dann brauchen wir Structural und diese Teile hier. Ja, sieht super aus. Aber darum geht es ja nicht. Terrier Test Mark 1. So, speichern, raus aufs Launchpad. Und dann kriegen wir wieder so ungefähr 10.000 Credits und wahrscheinlich so 2 Science-Punkte fürs Nichtstun. Ja, der Terrier ist ein super, 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 super Antrieb im All. In der Atmosphäre ist er ein bisschen zu schwach. Für uns ist das eigentlich eh nicht interessant, weil wir haben keinen Treibstoff. So. Oh, Kacke. Ich hoffe mal, der Fallschirm geht schnell genug. Scheiße, ich glaube, ich habe einen bösen Fehler gemacht. Aha. Ja, einen ziemlich bösen. Ja, Jebediah, sorry, du wirst jetzt wahrscheinlich drauf gehen. Verdammt. Okay, ja, was soll's. Wenn wir die Leertaste drücken, gehen die Klammern los, der Antrieb an und der Fallschirm auf. Aber ich glaube nicht, dass der Fallschirm schnell genug aufgeht, dass wir hier gebremst runterfallen. Das heißt, Jebediah Kerman wird vielleicht drauf gehen. 3, 2, 1. Nein, es hat nur den Motor erwischt. So, ja, Gott sei Dank. Aber es ist eine ingenieurstechnische Meisterleistung, wie sie nur auf Kerbin vorkommt. So, aber wir haben hier 5000 für gekriegt, einen Science-Punkt, da 4500 knapp und einen Science-Punkt. Und damit sind wir super zufrieden. Recover Vessel. Und das war es dann auch schon für uns hier. So, und was wir jetzt machen, wir knacken den Höhenrekord von 18 Kilometern und wir versuchen, die Atmosphäre zu verlassen. Ja, würde ich sagen. So, das hier sammeln wir mal alles ein. So. Meine Güte, ey. So, Missionsdings ist wieder leer. Altitude Record of 18 Kilometers nehmen wir. Und Escape the Atmosphere nehmen wir. Ja. So, die beiden Sachen. Das ist es jetzt, woran wir arbeiten. Ich bin gerade am Überlegen, brauche ich sonst noch irgendwas? Nee, Science-Punkte haben wir nicht genug. So, dann wird es jetzt ernst. Wir nehmen natürlich auch direkt sehr, sehr viele. Was heißt sehr, sehr viele? Wir nehmen ein paar wissenschaftliche Experimente mit. Ja, aber erstmal den üblichen Aufbau. Einen Fallschirm oben drauf. Und dann kann ich jetzt mal das Universal Storage Ding erklären. Also man hat hier zum Beispiel diesen Quad-Core. Für größere Raketen gibt es später auch größere, zum Beispiel einen Octa-Core. Das ist eine Art Ankerpunkt, also so eine kleine Stange hier, für die Universal Storage Module. Keine Angst, ich erkläre gleich weiter. So. Wenn wir hier jetzt reingucken, haben wir ein Materials Bay drin. Wir können das aufmachen, wir können hier Forschung betreiben und guckt euch mal den Unterschied an. Ja. Es ist wunderschön. Also es ist auch, ja, es ist nicht, ich finde es jetzt nicht zu unlogisch und nicht zu, sagen wir mal, imbar, wenn wir sowas benutzen, weil es ist, ja, so technische Ausrüstung ist schon okay. Das hier ist Mystery Goo. Ich meine, unser Space Program macht ja auch über die Zeit Fortschritte und über die Zeit bekommen wir halt dann einfach Miniaturisierungen von vorhandenen wissenschaftlichen Experimenten. So, dann bauen wir hier hinten noch das Magnetometer drauf. Ja, passt schon. Und wichtig, Heat Shield. Weil wir vorhaben, aus der Atmosphäre rauszufliegen und wieder rein. Und dann entsteht da eine gewisse Wärme. Eine Kompression der Luft unter unserer Kapsel. Und deswegen wird die Luft warm. So, wir nennen das ganze Ding den Atmosphere. Nee.
Gerbin Exit. Mark 1. So, und dann müssen wir mal gucken, ob das Ding überhaupt funktioniert. Das ist jetzt natürlich der Plan, der dahinter steht. Also wir wollen Kerbin verlassen damit erstmal. Also die Atmosphäre. Aber ob wir das überhaupt schaffen, das steht noch in den Sternen. So, machen wir mal 4 von diesen Treibstofftanks dahin. Und den Swivel Engine. Was haben wir denn jetzt an Delta V? 1884. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie viel wir brauchen, um die Atmosphäre zu verlassen. Aber ich gehe davon aus, dass das mehr sein wird. Ja, es ist sehr wahrscheinlich, dass es mehr sein wird. So. Und deswegen bauen wir hier einfach noch so ein paar Booster dran. Und dann sind wir jetzt bei 3019 Meter pro Sekunde. Das reicht auf jeden Fall. Allerdings haben wir jetzt das Problem, unser Dreirad ist zu schwer und es hat zu viele Teile. Und wie viel Knitte haben wir? 173.000. Das wird nicht reichen. Ich muss mal kurz gucken, was das kostet. Wir speichern das hier mal kurz und gehen kurz wieder zurück zum Kerbal Space Center. Ah, verdammt. Ja, da fehlt uns jetzt halt Geld. Ah, Grafikfehler. Nichts Schlimmes. Geht wieder weg. So. Also das Launchpad aufzuwerten kostet 75.000. Das Vehicle Assembly Building aufzuwerten kostet 225.000. Das ist zu teuer. Also das können wir uns nicht leisten. Ja. Das heißt, wir upgraden jetzt erstmal das Launchpad, damit wir mehr als 30 Tonnen zusammenbauen können. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Aber es reicht nicht, wir haben 33 Teile angebracht. Also sprich 3 Teile zu viel. 3 Teile zu viel. Ja, ich könnte jetzt natürlich 2 von diesen Science Base rausnehmen. Ich könnte aber auch erstmal gucken, ich hier vielleicht einen wegnehmen kann. Einen davon weg und einen von den Fallschirmen weg. Ich weiß es nicht. Oder ja, hilft alles nichts. Ja, so, jetzt haben wir 24 von 30 Teilen. Das klingt doch schon mal viel, viel besser. Kann man hier nochmal ein bisschen Treibstoff und wir sind bei 3062 Meter pro Sekunde Delta V insgesamt. Was wir jetzt allerdings mal noch machen werden, ist hier den Thrust Limiter runtersetzen, bis wir auf, sagen wir mal, 1,4 sind. Thrust to Weight Ratio. 33,5, 33,5 und der hier hinten auch 33,5. Super. So, ja, dann haben wir uns Teile gespart. Nämlich 5 an der Zahl. Wie viel kosten denn die hier? 400. Okay. Der Swivel-Antrieb kostet 1200, also ein Treibstofftank 275. Also würde es sich wahrscheinlich lohnen, wenn wir hier einen Fallschirm dran bauen, damit Stage Recovery das Ding wieder einsammeln kann. So, bei den Solid Fuel Boostern brauchen wir das definitiv nicht. Ja, wobei die Radial Decoupler kosten noch ein bisschen was. Ja, egal. Nee, das ist jetzt unsere Rakete,
die wir benutzen werden, hoffentlich, Kerbin zu verlassen. So, bauen wir noch ein paar Flügelchens dran. Dann sind wir nämlich genau bei 30 Teilen und unsere Rakete fliegt wesentlich stabiler. So. Ja, Daumen drücken und dann geht's ab aufs Launchpad. So, dann hoffe ich mal, dass jetzt Ferrum Aerospace uns nicht einen Strich durch die Rechnung macht und uns das Teil kreuz und quer durch die Gegend wirbelt. Das passiert nämlich schon auch ab und an mal gern. Aber das wäre jetzt nicht so tragisch. Ah ja, okay, jetzt ist Delta V etwas runtergegangen durch Gewicht, aber das ist nicht so tragisch. So, Stability Assist an. Ja, noch eine Regel von mir. Revert Flight ist nicht. Es sei denn, irgendwas vom Spiel ist falsch gelaufen, also irgendein Bug. Oder ich habe mich extrem verklickt. Nee, der Fallschirm soll da angehen. Ja. Ja, das sind so Sachen, an die man auch noch denken muss. Kurz noch gucken, ob die Stages alle richtig sind. Und wenn ja, dann kann man loslegen. So, in 3, 2, 1, Zündung. Ja, ja, einigermaßen stabil, relativ langsam, also da hätten wir mit dem Thrust-to-Weight-Ratio ruhig auf 1,5 gehen können oder so. Ich habe nur immer Sorge, dadurch, dass wir die Solid-Fuel-Booster nicht beeinflussen können, dass wir zu schnell, wesentlich zu schnell steigen. So, 2000 Meter, 100 Meter pro Sekunde an Geschwindigkeit. Dann versuchen wir jetzt ganz langsam und vorsichtig, gerade mal so 5 Grad in die Richtung hier zu neigen. Ach, die Rakete wehrt sich ein ganz klein wenig. So, ich habe jetzt noch kurz im Flug angepasst, dass sobald wir die Dinger hier abspalten, dass dann der Swivel angeht. Die Rakete neigt sich ein bisschen in die falsche Richtung. Was jetzt nicht weiter schlimm ist. So. Puff. Und jetzt haben wir wesentlich mehr Lenkung. Also mehr Potenzial zu lenken. Und jetzt können wir anfangen, so ein bisschen die Flugbahn zu korrigieren, sodass wir wieder genau Richtung Osten fliegen. Ist jetzt für den Flug hier nicht wichtig, aber später wird es mal irgendwann wichtig. So, und dann neigen wir uns noch ein wenig Richtung hier rüber. Ja, Crew Report können wir machen. Super. Material Study. Und Mystery Goo. Passt und passt. Weil wir sind jetzt in der hohen Atmosphäre über Kerbin. Ich muss mal nachgucken. Apoapsis ist bei 47 Kilometern schon. Und wir haben gerade mal die Hälfte unseres Treibstofftanks verbraucht. Also das ist sehr, sehr gut gelaufen. So, wir müssen es jetzt nur schaffen, über 70 Kilometer zu kommen und dann haben wir es. Puff, wir haben die Kerbin-Atmosphäre verlassen. So, hier sieht man jetzt gerade auch mal kurz diesen Gimbal-Effekt. Sieht man, ne? Sehr schön. Wunderputzig. So. Also, was ich jetzt vergessen habe, ist natürlich, die Stufe hier hat jetzt zwar einen Fallschirm, aber ich weiß nicht, ob die den Wiedereintritt überlebt. Ich habe keine Ahnung. Ah ja, da haben wir eh schon die Nachrichten. Stage destroyed. Also das waren unsere Solid Fuel Booster. 1, 2, 3, 4. Aber wir haben den Höhenrekord von 18 Kilometern geschafft. Und wir haben weitere Milestones gebrochen. So, und sobald wir unsere Apoapsis erreichen, was wir jetzt auch gleich in der Kartenansicht sehen, hier Apoapsis von 70.000 Metern. Und hier sind wir. Sobald wir das erreichen, können wir nochmal Gas geben, damit wir unsere Flugbahn nicht ganz so steil machen, wie sie jetzt gerade ist,
sondern vielleicht gucken, dass es schon fast so ein bisschen orbitmäßig ist. So, Vollgas. Wir können Magnetometers gern machen. Material Study, Mystery Group. Alles behalten, alles aufheben. Super. Toggle Magnetometer. Periapsis sieht man, die steigt jetzt. Also das heißt, sie geht aus der Erde raus, aus Kerbin raus. Nur um dann im All zu sein. So, aber das war's jetzt auch schon. Wir haben keinerlei Treibstoff mehr. Und jetzt werfen wir den unteren Teil der Rakete ab. Puff. Das Heat Shield ist noch dran. Ja, super. Dann machen wir jetzt mal überall noch kurz die Türen zu. Es wird wahrscheinlich nichts machen, aber einfach damit mir wohler ist, mache ich hier jetzt überall die Türen zu. So, und dann geht das Ganze hier jetzt ab in die Atmosphäre. Ich hoffe mal, der Teil hier unten überlebt, ansonsten haben wir ziemlich viel Geld rausgeschmissen, aber das ist nicht, es wäre auch nicht weiter tragisch. So, wir haben die Atmosphäre verlassen, 31.000 Credits, 10 Science und außerdem 18 Ansehen. Genau, Ansehen ist es. Und ganz, 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 ganz viele Milestones, wie zum Beispiel, we have reached space, we have broken altitude record of 70 kilometers, we have broken speed record, bla bla bla, 32 Kilometer überwunden, land distance von 100 Kilometern überwunden. Ja, das sind alles so Sachen, die man jetzt dann halt im Laufe des Spiels noch zusätzlich bekommt. Ja, ich muss sagen, irgendwie die Wolken sehen jetzt nicht mehr so schön aus. Früher war es mal schöner. So, wir sind ja auch schon wieder in der Atmosphäre. Hoffen wir mal, dass das Ding hier unten nicht verglüht. Ah, doch, jetzt fängt es gerade an zu glühen. Aber ich weiß es nicht. Ich muss jetzt gucken, dass hier alles schön so ausgerichtet ist, wie es soll. Das sieht schön aus jetzt. Das sah im Stock-Spiel sah das ein bisschen anders aus. So, jetzt kommt gerade der Punkt, wo wir extrem schnell an Geschwindigkeit verlieren. Und jetzt sind auch diese Hitzeeffekte sind jetzt vorbei. Und so wie es aussieht, hat unser Teil überlebt. Sehr schön. Has been destroyed due to aero forces and heat. Okay, es wird es nicht überleben. Sorry, Tschüssikowski. Ja, unsere Fallschirme überleben hoffentlich. Die können wir jetzt übrigens mal zünden, weil wir haben jetzt eine Geschwindigkeit von 170 Metern pro Sekunde drauf gehabt. Ja, schade. Das Teil da unten, das ist jetzt, wird jetzt wahrscheinlich leider zerschellen. Oh, das sieht schön aus. Das sieht echt schön aus. Muss ich schon sagen. Also da haben sie sich schon arg viel Mühe gegeben mit dem Mod. Richtig cool. Ja, das andere Teil können wir leider nicht bergen. Aber naja. Wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht. So, durch das Dreckwetter sind wir jetzt durch. Sind auf 2000 Meter runter. Und das hier ist alles Ozean. Ja, da sieht die Grafik jetzt halt nicht so schön aus, aber wie gesagt, ich meine, es wird durch die Community gemacht. Ja, wobei, ich meine, da sind ab und an so ein paar Glitches und so, aber das ist durch die Community gemacht und nicht durch absolute Oberprofis. Also, was will man erwarten? So, dann segeln wir gemächlich mit 4,4 Metern pro Sekunde Richtung Boden. Und die erste Kapsel, die im Weltraum war, wird erfolgreich geborgen. Ist das nicht geil? Super, oder? Richtigen Fortschritt. Allerdings sind das noch klitzekleine Babyschrittchen. Eigentlich. Wenn man sich's überlegt.
So, 200 Meter noch, dann sind wir gelandet. Dann können sie schon mal ein Schiff losschicken, um uns zu bergen. 4,2 Meter, 50 Meter noch, 30, 20, 10 und Splash. Splashdown! Und da ist unsere Kapsel im Wasser gelandet und treibt wie ein Korken an der Oberfläche. Wir haben keine weiteren wissenschaftlichen Experimente hier zu tun, deswegen ab Recover Vessel. Ah, jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Wissenschaftspunkte wir gekriegt haben. Na? 84 Punkte haben wir bekommen. Ja, ziemlich viele Punkte zum Beispiel durch Recovery of a Vessel after a Suborbital Flight. Ne? 8 Punkte. Material Study while Space near Kerbin. 25 Punkte. Ja, super. Echt super. Mehr können wir gar nicht verlangen. Wir sind jetzt bei 215.000 Credits. Und das hier hat 225.000 gekostet. Das heißt, wir müssen noch ein paar Missionen machen, um dann schließlich und endlich unser VAB aufzuwerten und größere Raketen bauen zu können. Aber das seht ihr erst wahrscheinlich in den nächsten Folgen. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir eure Kommentare da und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis denn, euer Manu.